Willkommen zurück hier im Living Room und zu einem Date mit mir, Alexandra. Ja, wir haben heute drei Stationen, nämlich einmal Speed Dating, Candlelight Dinner und dann geht's ab ins Bett. Und der Herr neben mir, der lacht, ja, heute mit Wechsel. Ich bin wieder weg, der Verbrecher mit Zahnlücke. Zahnlücke, Zahnlücke. Im Ghetto geboren, im Ghetto geblieben, im Ghetto gestorben, im Ghetto geschrieben. Du hast gesagt, du hast Schwestern. Genau. Wie viel hast du gesagt? Drei Stück. Drei Stück. Aber alle verheiratet, älter wie ich natürlich, haben Kinder und so. Du bist das Nest? Ich bin der Jüngste. Okay, aber du bist dann dementsprechend ein absoluter Frauenkenner. Ja, ich habe Respekt gegenüber Frauen, ja. Das ist schön zu wissen. Ja. Das ist schon mal ziemlich, das macht mich sehr happy. Oder machst du mich nervös? Okay. Wir gehen jetzt vom Familiären ein bisschen zur Musik. Okay. Wie bist du zur Musik gekommen? Ich habe viel Tupac gehört. Viel Tupac? Ja. Biggie auch? Weniger. Weniger. Also Tupac ist dein Idol? Mäßig. Wie mäßig? Ja, mäßig so. Dank ihm bin ich an so Rapmusik erst richtig gekommen. So. Okay, und dann fingst du an zu schreiben? Oder nee, wie hat so das alles angefangen? Tupac nachzurappen. Echt? Zu Hause vor dem Spiegel oder wie? Zu Hause, in der Schule, überall. Okay, und dann, wann ging das so los? Kannst du damit dein Geld verdienen oder arbeitest du nebenbei noch? Jetzt, ich bin seit einem Jahr in diesem Rap-Spiel dabei. Aha. Und ja, ich kann damit Geld verdienen. Ich habe es gemerkt, damit Geld zu verdienen. Warum warst du im Gefängnis? Wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge. Du musst jetzt ehrlich zu mir sein. Ja, mit Körperverletzung mit Todesfolge. Also ich bin kein sauberes Blatt. Das ist ja ganz schön krass, ne? Ja, aber man muss ja auch die Story kennen und so, dann weiß man, was das ist. Also es war ein Tag vor ungefähr 5, 6 Jahren. Mhm. Da wollte ich nach Hause gehen, da war Ramadan, wir waren alle am Fasten und so. Und da kam die Fastenzeit, also wo man es bricht und dann anfängt zu essen. Da kam so ein Typ mir auf den Weg, ich war zu der Zeit so 24, 25, aber so 30 Jahre alt, so ein großer 2-Meter-Typ, Gott sei ihm seine Seele gnädig. Wir haben uns so, er hat sich mit seinem Ellenbogen mir so einen Drop gegeben beim Vorbeilaufen. Ich hatte ihm gesagt, was das soll und so, und der wurde immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und ich hatte gar keinen Bock auf Stress, ich wollte nur nach Hause. Und dann ist er weitergegangen, aber hat von Weitem so Mutter beleidigt und sowas. Und dann habe ich gesagt, was es soll. Dann kam er angerannt, hat eine geschwungen. Ich bin ausgewichen, habe ihn einen gegeben. Er ist unglücklich gefallen mit seinem Kopf auf dem Boden und ist 2 Tage später an den Folgen im Krankenhaus dann gestorben. Wie hast du das verarbeitet dann? So mit Familie viel beten. Am meisten mit viel beten. Dass der Wechsel keine schlechte Haut ist, beziehungsweise kein schlechter Typ, so rum, das fällt auch im Chat auf. Da gibt es nämlich einige, die sagen, dass es echt krass ist, dass er so ehrlich gerade zu dir war im Date und auch über die ganze Gefängnisgeschichte so ehrlich gesprochen hat. Und zum Beispiel Mike meint, echt Respekt dafür, das muss eigentlich ein Rapper sein, weil dadurch ist er halt so ehrlich und so hat so viel Credibility quasi. Das meint der Mike. Und ganz generell bewegt sich gerade diese ganze Richtung von eurem Date in eine sehr positive Richtung. Denn anfänglich, wenn man mal auf das Voting of Joyce in der Live schaut, da hieß es, nee, das wird nichts mit euch beiden. Ich gucke da jetzt mal drauf. Inzwischen sagen 56% voll dafür, dass ihr euch wieder daten solltet. Wie ist es denn bei dir so mit der Treue? Weil du bist ja Single im Moment. Ja, ich muss doch erstmal eine Freundin haben, um treu zu sein. Genau, aber warst du in der Vergangenheit? Du hattest ja schon. Ja, doch, ich bin so eine. Warum nicht? Warum soll ich? Kannst du Versuchung. Draußen kannst du gucken, zu Hause kannst du essen. Das zweite Date, das steht. Ihr könnt eigentlich jetzt direkt nach der Sendung mal einen Kalender rausholen und euch was entscheiden, beziehungsweise euch einen Termin suchen. 62% sagen Big, Big Love. Was lappt ihr jetzt? Komm, geht ohne. Geht ab, geht ab, geht ohne. Stay on the scene. Geht ohne. Like a sex machine. Tschüss zusammen. Geht ohne.